Es ist die Nachricht des Tages. Apple-Chef Steve Jobs muss sich erneut aus gesundheitlichen Gründen aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Die Aktie ist abgestraft worden. 25 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gingen innerhalb weniger Sekunden verloren. Bei mir Ralf Wiedmann, Vermögensverwalter bei der Vermögensverwaltung Advertum. Herr Wiedmann, ist Steve Jobs das wirklich wert, 25 Milliarden Dollar? Unter uns, ich bin bereit und gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, es ist noch viel, viel mehr wert. Wenn wir jetzt gucken, Steve Jobs nimmt jetzt oder muss die dritte Timeout nehmen. Bei der ersten Timeout, da war Apple letztendlich nach seinem Abgang mehr oder weniger nahe dem Abgrund. Er kam zurück nach einer schöpferischen Pause, hat den Konzern neu strukturiert, umgekrempelt, mit neuen Ideen gefüllt und dann kam Apple wieder auf Kurs, dann musste er gesundheitlich eine zweite Timeout nehmen, die zum Glück für Apple jetzt nicht so lange war und natürlich auch für Steve Jobs selber, ist logisch. Er kam zurück, hat den Konzern noch stärker gemacht und im Moment sieht es natürlich sensationell gut um Apple aus und wir werden das heute in den Zahlen auch sehen, die ja nach Börsenschluss kommen. Er hat die Situation gestern exzellent genutzt, an dem Börsentag dann die Nachricht zu verbreiten, die natürlich bei allen Apple-Anhängern und Jüngern auf dieser Welt eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und trotzdem konnte der Markt in den USA, dort wo die höchste Kapitalisierung letztendlich steckt in diesem Wert, nicht sofort darauf reagieren und heute werden dann ordentliche Zahlen erwartet. Deshalb glaube ich mal, war das vom Timing her war das optimal gewählt. Man kann konstatieren, Steve Jobs und auch Apple haben sehr viel richtig gemacht, aber man muss auch kritisch hinterfragen, ist es nicht ein Kardinalfehler gewesen, sich nicht rechtzeitig um eine Nachfolgeregelung zu kümmern? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, jeder Mensch ist ersetzbar, aber ich befürchte, für Apple ist Steve Jobs nicht ersetzbar. Aus meiner Sicht ein Jahrhundertunternehmer, die kann man leider nicht klonen und wachsen auch nicht auf den Bäumen. Also das ist ein Riesenproblem und die Schuhe, die er anhat, die sind vermutlich eine Nummer zu groß. Also einer allein dürfte das nicht lösen können, das Problem, und wird auch Apple nicht auf Kurs halten können. Das geht nur im Team. Beratend wird er weiterhin zur Verfügung stehen, so kündigt er zumindest an. Und er ist ja letztendlich auch nicht zurückgetreten, sondern er zieht sich nur aus dem operativen Geschäft vorerst mal zurück. Wie ist denn Apple aktuell aufgestellt? Welche wichtigen und bahnbrechenden Produkte sind denn da in der Pipeline? Also Apple ist natürlich bärenstark aufgestellt, so stark wie noch nie. Apple hat es geschafft, ständig auch den Newsflow am Laufen zu halten, ständig mit neuen Produkten zu kommen. Es wird jetzt Anfang Februar die Präsentation des iPad 2 erwartet, Markteinführung vermutlich Anfang April und im Jahresverlauf warten alle auf das iPhone 5 oder ein völlig neues iPhone, man weiß es ja noch nicht so ganz genau, das ist ja dann auch immer ein Medienhype, wenn so etwas präsentiert wird. Also da ist einiges in der Pipeline und es geht voran, aber man muss sehen, wie lange noch. Wie bewerten Sie denn die Aktie nach diesem Absturz? Ist das möglicherweise mit diesem Kursverlust der vergangenen Stunden wieder ein Kauf? Also ich glaube mal, das Schlimmste liegt noch nicht hinter uns. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn heute dann der Markt in den USA eröffnet, dass es da nochmal eine Dusche gibt, auch in Erwartung hervorragender Zahlen. Also das, was kommt, das ist sicherlich gigantisch gut, das beste Jahresergebnis überhaupt. Und ich rechne auch mit dem allerbesten Quartalsergebnis. Aber das ist dann im Prinzip Rückschau und die Börse schaut nach vorne. Also der Newsflow muss erhalten bleiben und die Story an sich, Apple muss weiterleben, auch ohne Steve Jobs, wenn das gelingt. Langfristig weiterhin eine Halteposition. Wenn nein, dann glaube ich mal, ist das Thema Apple entzaubert. Sagt Ralf Wiedmann, Vorstand der Vermögensverwaltung Advertum. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.